Aber Jan, jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du jetzt da, habt ihr da Schuhexperten sitzen und Oldtimer-Expertinnen, die denn jetzt das Internet durchforsten, Auktionen beobachten? Also wie kommt ihr denn an diese Teile? Also wenn da so ein T-Shirt so 1000 Mal gibt, muss man ja erstmal jemanden finden, der das auch hergibt. Ja, schöne Grüße an Bartan, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, wir haben montags immer Asset Day. Da haben wir Meetings zu den dementsprechenden sozusagen Klassen. Das Team von Analysten eigentlich schaut sich am stärksten das ganze Thema Performance über die Zeit an. Also gibt es hier Collectibles, die über Jahre hinweg eine gute sozusagen Kurve zeigen, was haben wir da, was für Auktionsergebnisse haben wir und so weiter und so fort, gucken sich tiefer die Themen an. Dann gucken wir, haben die Zeitgeist, also als Beispiel irgendwie lila Porsche aus den 70ern haben gerade eine gute Performance, aber ich glaube, dass sie keinen Zeitgeist haben. Das wollen unsere Investoren nicht. Und der wird auch keinen Zeitgeist haben in 3 bis 4 Jahren, wenn wir wieder verkaufen wollen. Ja? Also das checken wir dann ab. Und dann haben wir Ambassadors, also Leute, die nicht auf unserer Payroll sind, die aber mit uns eng verbunden sind. Zum Beispiel beim Auto ist es eine ehemalige RM Sotheby's-Chefin von Deutschland, mit der wir dann nochmal das Expertentum zu den Daten mit dazu holen. Weil jemand sagt, naja gut, also bei der 1970er müsst ihr da drauf achten und müsst darauf gucken. Und dann gehen wir auf die Suche und gucken uns natürlich über die verschiedenen Netzwerke, Händler, Plattformen etc. an, was gibt es da. Schauen uns an, was die dementsprechenden Preise sind. Kaufen es dann dementsprechend, wenn wir sagen, es ist eine gute, aus unserer Sicht, the best option hier. Das wird dann nach Berlin verschifft, dann machen wir die Bilder, die Videos und so weiter und dann fraktionalisieren das. Ja. Und wenn ich jetzt dann Anteile kaufe, dann schickt ihr mir ja nicht ein Stück Parkett, so beispielsweise, oder ein Nee, Stück Auto, sondern ihr das wär fast schreibt, schlecht für den Werterhalt, ja. na, also seht es mir nach, dass ich wirklich mal so frage, wie hier viele Leute in Zukunft auch was fragen würden. Das heißt, es wird ein Vertrag, ein digitaler Vertrag auf der Blockchain geschrieben in dem Moment, wenn ich da meine Anteile kaufe. Ich kann nachweisen mit diesem Blockchain-Eintrag, hallo? Ich habe hier diese Anteile. Sehe ich das richtig? Also es ist so komplett digitalisiert. Ihr schickt mir Ja. jetzt nicht eine Urkunde, dass ich davon was habe. Nee. Also genau, in der sehr vereinfachten Form, ohne dass wir jetzt zu tief reinnerden in die NFT-Logiken. Ja, ist es so, du besitzt realen Anteil. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, die Schraube bei dem Auto gehört dir oder vorne das Ding, sondern es ist so wie der Banksy durch 100 und dann gibt es 100 Teile und dann hast du 5 davon gekauft und dann ist das genau der Fall. Also ja, das ist ganz klar die Art, wie es dann ist und dann bist du auch ein realer Besitzer. Das ist im Prinzip so. Also das ist und der Vorteil ist ja auf der einen Seite, du bist ein realer Besitzer. Das sind Kosteneffizienzen. Das ist ja das, wovon wir vorher von geredet haben. Zusätzlich ist überhaupt neue Umsatzmöglichkeiten in der Hinsicht, weil sowas gab es halt vorher nicht. Wir hätten halt zusammen uns so einen Floor kaufen können und dann eine GmbH gründen und dann hätten wir die da reingemacht als Einlage. Und das ist ein ganz grauenhafter Prozess geworden. Ist er immer noch, ja, wenn wir ehrlich sind. Und du hast natürlich da zusätzlich dazu, ist seitdem auch dann das Asset auf der Blockchain gespeichert. Da ist dann klar die Zertifizierung mit dabei, die Bilder mit dabei. Also das ist natürlich alles über einen Hash geregelt und nicht direkt auf der Blockchain. Aber du hast dann natürlich schon so ein Beginning of a History. Du hast ein Provenance-Thema. Du hast sozusagen, diese 50 Leute haben als erstes dieses Timeless Asset besessen und zu irgendeinem Zeitpunkt wird dann nochmal einer in der Auktion das alleine kaufen. Das ist dann from many to one, from many to one, from many to one. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, wie das in dem ganzen Thema Collectibles aussieht. Also ich glaube sehr stark, dass Collectibles neben Krypto und Aktien die dritte relevante Assetklasse wird bis 2025, weil wir eine Generation haben, die kann jetzt mobil viel mehr traden. Es gibt so viel unglaublich geile Assets. Also wir haben jetzt gerade eine Gitarre von Jimi Hendrix, die er in Woodstock gespielt hat, angeboten bekommen, unterschrieben. Es gibt krasse Sachen wie, also sozusagen in Amerika hat gerade jemand die Declaration of Independence fraktionalisiert. Es gibt so coole Pieces of History, die bis jetzt eigentlich nur von einem reichen Mann zum anderen reichen Mann mit Zwischenhändler Sotheby's gehandelt wurden, wo man jetzt sagen könnte, wir als Generation sollten vielleicht auch da einen Anteil haben, weil die Profite sind sehr, sehr gut. Also es ist ja nicht so, dass wir hier von einer Underperforming Asset Class reden. Wir reden eher von einer Overperforming Asset Class. Und dazu hat es eine Emotionalität. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt mit Glück vielleicht auch rausgefunden haben und Timing. Aber klar, investierst du emotionaler in den Jordan oder in eine Patek Philippe als in eine Bayer-Aktie oder eine Allianz-Aktie. Ja, also das könnte sich vielleicht Bayer und Allianz wünschen, dass ich mit kompletter Emotionalität dahin gehe und denke mir, ach, heute wieder Allianz. Aber es ist eben nicht so. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also wer als kleiner Junge irgendwie vor einem Porsche gestanden hat und gedacht hat, boah, das ist einfach ein fantastisches Auto und heute vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung davor stehen und sagt, okay, der geht nicht kaputt, die Wette ist eigentlich sicher. Ja, also das ist eigentlich eine gute Wette. Und das hast du mit ganz vielen Sachen. Das hast du auch mit Trading Cards mittlerweile. Also Pokémon, riesiges Collectible-Thema.
fast pur getrieben aus meiner Sicht von den Millennials und Sneakers, wenn wir ehrlich sind, auch. Ja.